Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses Runden-K.O.-Rennen Calypso abgeschlossen mit Goldmedaille und Verfolgung Fallwinds gerade noch so geschafft mit Goldmedaille, ganz knapp. Und heute geht's weiter mit dem amerikanischen Turnier, ein reines Muscle-Car-Turnier. Nach 6 Rennen wird der amerikanische Meister gekrönt. Je besser du dich in den einzelnen Rennen platzierst, desto mehr Punkte hältst du. Sammelst du genug Punkte, um in der Endwertung auf einem der ersten 3 Plätze zu liegen, bekommst du eine Medaille. Wir kriegen 35.000 Punkte, wenn wir die Goldmedaille erreichen, die wir natürlich auch erreichen wollen. Und 6 ganze Rennen sind das hier. Als erstes fahren wir auf Island Outskirts 2 Runden. Ja, das könnte ein bisschen dauern, also eventuell schaffen wir das gar nicht in einer Folge. So, wir gucken erstmal, was wir hier alles an Fahrzeugen zur Auswahl haben. Die Dodge Viper GTS, Ford SVT, Mustang Cobra R, Chevrolet Corvette Z06. Okay, also diese 3 Wagen. Gut, ja, schauen wir einfach gleich mal. Was haben wir denn hier bei den Werten? Dodge Viper GTS 0 auf 100 in 4,1 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 298, okay. Ford. 0 auf 100 in 5 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 282, okay, also ein bisschen schlechter. Chevrolet Corvette Z06. 0 auf 100 in 4 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 275, also auch nicht ganz so gut. Okay, dann nehmen wir die Dodge Viper GTS mit Automatikübertragung natürlich. Ja, welche Farbe? Gelb finde ich eigentlich ganz gut. Okay, los geht's. So, wir sind im Startfeld. Andros, Vinona haben Viper GTS genommen. Onyx, den SVT Mustang Cobra R. Stormy und Swerve, die Corvette Z06 und wir natürlich auch die Viper GTS. So, jetzt müssen wir ganz kurz noch ein bisschen leise machen für mich. So. Danke. Das sollte für euch eigentlich jetzt keinen Unterschied machen. Nee. Gut. So, ja, jetzt sind wir ja eine Reihe weiter unten, das heißt, jetzt sollte auch der Schwierigkeitsgrad im Vergleich zum Rennen, was wir in der letzten Folge gefahren sind, zumindest ein bisschen angezogen worden sein. Also im Vergleich zu den beiden Events, die wir in der letzten Folge gefahren sind. Die Fahrzeuge sind natürlich auch schneller unterwegs. So, aber wir sind trotzdem schon mal deutlich auf dem ersten Platz. Bisher, zumindest. Heißt natürlich nicht, dass das so bleibt. Aber ich werde natürlich trotzdem alles dafür daran setzen, dass das so bleibt. 2 Runden fahren wir. Ja, gucken wir einfach mal, wie lange eine Runde hier so dauern wird. Dann wissen wir zumindest schon mal, wie lange das erste Rennen etwa insgesamt dauert. So, und jetzt fehlen uns ja wirklich nur noch 4 Events beim Hot Pursuit Modus. Dann sind wir durch, Freunde. Frag mich echt, ob ich da nochmal eine Meldung oder irgendwie sowas bekomme. Hey, du hast jetzt alle Events mit Gold abgeschlossen. Fände ich cool irgendwie, wenn sowas käme. Also alle Events des Hot Pursuit Modus ist zumindest. Des Hot Pursuit Modus. Nicht Moduses. Stimmt. So. Nur die Polizei ist in der Lage, hier Schritt zu halten mit meiner Geschwindigkeit. Die Gegner eher weniger. Selbst wenn sie da unten die Abkürzung nehmen. Ich sehe es ja. Aber das scheint wohl nicht so ganz die Wirkung zu erfüllen, die Leute sich damit erhoffen. Aber auch die Polizei bleibt nicht die ganze Zeit
in meinem Nacken. Okay, selbst die erste Runde schon wieder mehr als 2,5 Minuten. Sehr schön. Naja. Gut. So, ich glaube, da vorne ist sie vorbei, ne? Ja. Also 3 Minuten eine Runde ungefähr. Macht schon wieder 6 Minuten. Aber kein Problem, Freunde. Das kriegen wir hin. So, da bin ich wieder. Ich musste mal kurz wieder meine Stimme ein wenig ölen. Ist von Zeit zu Zeit mal notwendig. Okay. Tja, gibt's denn irgendwas, über was ich reden kann? Also, was eventuell auch die ein oder andere Person interessieren könnte, natürlich. Tja, gute Frage. Ich meine, dass das, was ich erzähle, nicht jeden einzelnen Zuschauer interessiert, ist ja logisch, denn man kann es natürlich nicht immer jedem recht machen. Aber so ein paar Zuschauer sollte es dann natürlich trotzdem interessieren. Sonst ist es natürlich auch nicht so gut. Aber mir fällt, glaube ich, gerade nicht allzu viel ein. Tja, die Rennen sind halt momentan auch wirklich nicht so spannend, muss ich wirklich sagen. Denn, ja, die Gegner bleiben relativ weit entfernt. Vielleicht bei dem nächsten Schwierigkeitsgrad dann quasi, also wenn wir dann wieder eine Reihe weiter nach unten wechseln, also die letzte Reihe dann. Vielleicht sind die Gegner dann wieder in etwa gleich auf mit meiner Stärke sozusagen. Wir werden es sehen. Wir hoffen es natürlich auch. So, wir können mal gucken, ob wir die Runde hier verbessern können. 2,52 ist unsere Bestzeit. Mal schauen, ob wir da die Zeit schlagen können. Und die Gegner sind gar nicht mal so weit entfernt. Also auf jeden Fall nicht so weit wie in der letzten Folge. Aber trotzdem noch relativ weit eigentlich. So, da vorne ist auch schon die Runde wieder zu Ende. Mal schauen. Achso, jetzt sieht man das gar nicht, ne? Wie viel Zeit ich in der Runde schon verbracht habe. Mal gucken. Oh ja, 10 Sekunden früher ins Ziel gekommen als bei der letzten Runde. Das finde ich gut. Ja, da haben wir schon mal das erste Rennen im ersten Platz abgeschlossen. 2750 Punkte dadurch bekommen. Und ja, dann geht es gleich weiter mit dem nächsten Rennen. So, schon mal 8 Punkte bekommen für das erste Rennen, finde ich gut. Rennen 2 von 6. National Forest, 2 Runden. Okay, wir nehmen natürlich wieder den gleichen Wagen. Jetzt in Rot. Ja, los geht's. So, wir sind im Startfeld National Forest. Da vorne sehe ich doch direkt die Abkürzung, die wir gleich mal nehmen wollen. Und die Leute machen es mir fast alle nach. Aber nicht alle. Okay. Oh, 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 oh. Boah. Ey, dass ich da heil durchgekommen bin, ist ja auch ein kleines Wunder irgendwie. So. Ich führe noch das Feld an. Momentan. Aber auch jetzt kann man schon wieder sehen, dass die Gegner ein bisschen nachlassen. Hm. So. Hier wieder beim Holzwerk. Forstwirtschaft. Ist hier natürlich am Start. Wie man sich ja bei dem Namen der Strecke auch schon denken kann.
Wobei, nicht unbedingt. Ein Wald kann ja auch einfach so da sein, ohne dass da das Holz direkt abgehackt wird. Sobald ein Baum mal etwas größer gewachsen ist. So. Hier nehmen wir die kleine Abkürzung. So. Versuchen wir jetzt hier wirklich eine gute Zeit aufzustellen. Da vorne ist die Runde schon vorbei. Nein! Oh, okay. Irgendwie haben wir das relativ gut gemacht, aber naja. Also, wir sind nicht gecrashed zumindest, wollte ich sagen. So. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay, 1,51 ist unsere Bestzeit. Na, dann wird das Rennen auf jeden Fall schon mal kürzer als das davor. Die Musik ist auch wieder nice. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. So. Ich finde, der Wagen lässt sich auch echt gut steuern. Also, irgendwie komme ich mit dem sehr gut zurecht. Gefällt mir echt gut. So. Nein, Polizei. Nein, nein, nein. Wo ist die Straßensperre? Gar keine. Also, das Nagelband, meine ich. Aber ich glaube, da war keins. So. Die Runde war eigentlich ziemlich gut. Es macht echt Spaß, mit dem Wagen zu fahren, ne? Weil der sich einfach wirklich sehr gut steuern lässt. Er hat eine sehr gute Kontrolle über das Fahrverhalten, meiner Meinung nach. So. Okay, okay. Ja, das war jetzt natürlich wieder nicht so gut. Mal schauen, haben wir die Zeit verbessert? Haben wir sogar, okay. Gut. Ja, wieder gewonnen. 2450 Punkte. Nächstes Rennen. So, hauen wir ein Rennen noch rein. Klar, warum nicht? Rennen 3 von 6. Fall Wins. Mit 2 Runden wieder. Okay. Gleicher Wagen, andere Farbe. Schwarz. Ja, los geht's. So, wir sind im Starterfeld. Auf der Strecke sind wir jetzt wieder unterwegs. Okay. So, erstmal in den pechschwarzen Tunnel. So. Ja, dann werden wir wohl in der nächsten Folge das Turnier hier fortsetzen müssen. Denn das werden wir wohl nicht in der Folge ganz schaffen. Relativ eindeutig. So. Das war jetzt schon mal nicht so gut. Aber noch ist alles im grünen Bereich. Okay, irgendwie kam es mir jetzt gerade so vor, als könnte ich jetzt den Wagen irgendwie schlechter steuern als davor. Aber es lag vielleicht einfach am Untergrund. Das kann schon sein. Wow, boah, das war knapp. Normalerweise haben ja die Verkehrsautos auch eine größere Hitbox, als es eigentlich den Anschein macht. Also, wenn man ganz knapp an denen vorbeifährt, dann zählt das bereits als Zusammenstoß teilweise. Obwohl man in Wirklichkeit gar nicht mit denen zusammengestoßen ist. Aber in dem Fall jetzt gerade eben, wo ich ganz knapp an denen vorbeigefahren bin, war das zum Glück noch nicht der Fall. Tja, der Cop hat es leider nicht geschafft. Es gefällt mir echt gut, da oben auch mit dieser
Minenbahn. Ist schön designt, die Strecke. So, und hier links wäre ja eine Abkürzung gewesen, aber die haben wir ja schon mal genommen und ich glaube, die macht nicht, also die ist nicht wirklich schneller. Weil man da so seltsam durch den Berg durchfahren muss. Mit vielen Kurven. Ich glaube, das bringt nicht wirklich was. So. Wann haben wir denn mal das Ende der Runde erreicht? Hoffentlich nicht mehr allzu lang. Boah, jetzt war ich mir nicht sicher, wo ich hier langfahren soll. Aber ich habe zum Glück den richtigen Weg genommen. So, da hinten ist die Runde, glaube ich, zu Ende, oder? Ja. So. 2:36, 9:3. Wollen wir nochmal gucken, ob wir hier unten die Zeit wieder schlagen können. Ich gebe natürlich mein Bestes. Wow. Okay. So, dann musste ich mal wieder das Spiel ein bisschen leise machen. Ist halt wirklich laut. Für mich hier gerade zumindest. Ah, der Wagen ist aber relativ laut, ne? Ist halt auch unterschiedlich, wie laut die einzelnen Wagen sind. Teilweise hört man den Wagen kaum und jetzt bei dem Wagen hier zum Beispiel ist der relativ laut. Ist halt nicht so ganz gleichmäßig. So. Okay, hier durch dieses kleine Örtchen fahren wir durch. Bis jetzt ist die Runde eigentlich gar nicht so schlecht. Mal schauen, ob wir da was rausholen können. Ja, wenn der Kopf mich in Ruhe lässt. Boah. Ach du meine Güte. Ja. Und der Hubschrauber auch noch, natürlich. Der auch teilweise hier mit Überschallgeschwindigkeit offenbar fliegen kann. So sieht es zumindest manchmal aus. Ah, okay, er ist weg. Boah, das war der gerade da hinten, habt ihr das gesehen? Wie schnell der unterwegs war. So. Und. Ah. Ja, wir haben eine neue Bestzeit aufgestellt. 2:24.93. Okay, gut. 2750 Punkte haben wir geholt und ja. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit dem nächsten Rennen, dem 4. von 6. Wir haben 24 Punkte schon gesammelt. Swerve und Andros haben beide 19 Punkte. So, Palm City Island, 2 Runden ist die nächste Strecke. Okay, ja, damit wird es in der nächsten Folge weitergehen. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao.